Gut, dann halten wir uns erstmal zurück. Das heißt übrigens nicht schießen, ne? Mhm. Den einen, der ist ja gleich weg, der ist ja jetzt schon tot. Genau deswegen ja nicht. Ne? Mhm. Es reicht aber, okay? Ja. Weil da will jemand unbedingt sehen, wie der. Boah, voll futuristisch. Macht auch relativ gut Schaden. Ich gilt. Mal schauen, wie viel die Kanone macht so. Ja. Die Kanone macht ja auch nicht so viel. Aber der Laser ist schneller. Vor allem, ich sehe die Schüsse von dem Teil gar nicht. Ja, das sind halt Partikel. Achso, ja. Das ist von den Knurren 1700 und der hat 290. Hm, irgendwie stimmt das mit den Zahlen nicht ganz. Warum? Ja, die Kanone macht 1700 Schaden, der Laser 290. Ja, die Feuerrate ist dafür aber riesig. Das hat man schon gesehen. Stimmt. Nö. Kanone macht ziemlich langsam, aber viel. Dann eigentlich jetzt noch mal kurz mit einer Gatling. Erzähl dir mal irgendwo daneben oder was Sinn macht. Wollen die jetzt aufbauen? Die Gatling schießt noch schneller als die Laserharfe. Naja, ja gut, klar, ist halt eine Gatling. Und macht doppelt so viel Schaden. Macht's nicht? Nee, macht's nicht. Fast. Nee. 144. Auf 400. Und ja, doch, stimmt. Also kommen in etwa gleich. Ja. Laserharfe ist halt nochmal bisschen stärker, aber langsam. Aber Laserhaufe hat eine bessere Reichweite, also ist die besser. Und trifft exakter, glaube ich, als die Gatling. Wie viel kostet die? Ja, teurer. Die Laserhaufe kostet mehr als 80, so viel ist klar. Ich sehe es gerade nicht. Die kostet 80 mehr. Mehr als 80. Na, wie viel denn? Einfach irgendwo hin. Kann ich nicht. Warum? Weil ich nicht genug Geld habe. Das wird mir, glaube ich, nicht angezeigt, wie viel ich brauche. Nee, 120, okay. Doch, wenn gesagt. Du. Ja, er hat schon nachgeschaut. Er braucht 120. Das heißt, er braucht 20 Punkte mehr als ein normaler Gatling. Das ist also kein Problem. Es steht auch da, wie viel du beim Wiederverwerten zurückkriegst. Ja, das Laser bringt mir. Gibt 400, Gatling gibt 320. Folge daraus: Level 3 gibt es 80. Also 80 Gold mehr kostet die Harfe. Ja. Okay. Wie seid ihr eigentlich eine Antenne, die Kanone? Wo? Hier, ganz oben drauf. Die ist über Bluetooth gesteuert. Ah, so. Die kannst du über dein Smartphone aufrufen. Okay. Nein, eigentlich, du kannst auch aus extrem weiter Entfernung doch mit F da die Einstellungen ändern. Also. Okay, ja, stimmt. Und da die Kanone mit das älteste Gerät von den allen ist, hat die noch eine sichtbare Antenne. Ja, macht Sinn. Logik strikes again. Okay, was machen wir jetzt noch? Übrigens, Simo ist 8 Jahre alt. Jo. Wollte ich dir mal gesagt haben. Da. Mach was draus, kauf dir was Schönes. Überfordert. Slower vielleicht? Ja, bauen wir slower. Autsch. Übrigens habe ich, glaube ich, irgendwo eine Plattform platziert, gerade aus Versehen. Ja, unten. Vor allem, weil ich ja gar nicht hingeschaut habe, trotzdem die Plattform hingelandet ist. Nicht nur eine Plattform, sondern ein Minenspender. Echt? Wo? Ja, hier stehen Minenspender unten. Vielleicht eine Gauss gleich mal, oder? Da konnte ich gar nicht hingeschaut von dem Punkt, wo ich stehe.
Was weiß ich, irgendwelche obskuren Spiegel. Der Gau ist jetzt schon, nein. Weg damit. Menno. Ja, was so geil ist die nicht. Nicht gegen kleine Gegner. Nein. Warum nicht? Ja, dann baut ihr mal irgendwie einen Blitzturm oder so her. Keine Ahnung. Ja, ich hab dem Blitzturm aber kein Geld. Danke. Ja. Aber nein, das macht keinen Sinn. Kanone weg vielleicht. Ganz hinter. Ja, mach mal die Kanone. Das macht, ja, gut, dann halt. Mach du. Hab nicht mehr die Minen, auf die überall noch rumliegen, ne? Naja. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ich weiß ja, wo die in den meisten Maps liegen mittlerweile. Ich finde die ja recht schnell. Ich bin ja hier so ein Minensuchhund. Da kenne ich aber auch noch ein paar Verstecke. Ja, mittlerweile. Den einen von unten habe ich geholt. Die drei von da hinten werde ich mir gleich holen. Wenn ich hier den Weg da hoch finde, meine Güte, diese Map. Ah, jetzt bin ich da. Ich glaube, es gibt noch irgendwo eine. Wenn ich mich dran erinnern könnte. Also die eine unten, die drei hier hinten und ich habe noch. Ich weiß, dass ich noch irgendwo eine aufgehoben habe. Können wir mal auf die Map gucken? Ach ja, gleich oben auf der Spawn-Plattform. Good to go. Gleich. Ich hab 5 Minen, einfach mal nur dich finden jetzt in der Hand. Wo sind die? Die machen aber, glaube ich, auch nicht so viel Schaden. Doch, Minen machen viel Schaden. Da ist ein Kämpfer durchgelaufen und hat alle 5 mitgenommen, bevor er gestorben ist. Falsch. Die sind ferngezündet. Du drückst da drauf und dann explodieren die nach 2 Sekunden etwa. Die meisten davon sind hinter dem explodiert. Deswegen sollte man die vor den Kern setzen, weil die Leute dann stehen. Ach so. Ja, oh, das, sind okay. das sind keine Immediate Action Teile. Okay, macht Sinn. I'm not done yet. Deswegen platziere ich immer hier außen rum, ne? Ja, ja. Hübsch. Gut. Kann man jetzt haben wir gar keinen Minenturm, ne? Brauchen wir auch nicht. Naja, noch nicht. So, wo kommen sie denn jetzt nochmal raus? Das war jetzt nur hier, ne? Ne, warte. Warte, ich bin so da hinten. Aus beiden. Aus beiden dahinten. Oben und unten noch nicht. Unten hier oben raus. Nur aus dem einen oben. Aus dem einen oben, ja. Jetzt sagt er nicht aus beiden oberen. Stimmt, ist in der nächsten Runde kamen dann aus beiden oben. 5 und 6, okay. Geh ich mal kurz an einen schönen Punkt hier, nämlich hier oben auf der Brücke. Jo, können wir jetzt auch drauf bolzen. I'm done, let's go. Looms incoming. Hey Phoenix. Help. Will ich sterben. Der Junge zum Sterben. Bin zu schön zum Sterben. Da. Zu Wohltext jetzt, ja. Ey, orientieren. Wo bin ich hier? Ach, sind schon alle weg. Ja, wir haben die jetzt allein mit Feuer. Also mit unserer Feuerkraft. Zeitlimit. Oh nee. Ja. Simon. Was, wie? Wir nehmen mal kurz beides ab. Auf die kurze Zeit ist das am praktischsten. Okay. Drei Leute arbeiten und sie gegeneinander arbeiten, ist das immer blöd.
Außerdem habt ihr mehr Ahnung von der Meta als ich. Die Meta. Die was? Die gute alte Meta. Ja. Was hatten wir hier vorhin? Gatling meine ich, ne? Ne, die Amp hatten wir da. Warte, hat Helden gerade irgendeine Rechnung vor sich hingelabert? Ja, da hatten wir eine Amp. Danke. Ihr mich auch. Zeitlimit immer noch. Ja, ich weiß. Nichts von dem, was da gerade steht, steht so, wie es lässt sich mal starten. Nichts. Egal, also was kommt hier raus? Okay. Ich mach nur ein bisschen diesmal Kohle rüber, dann baue ich eine Ampel noch schnell. Da. Okay. Muss rein. Jo. Ja, lauf in die Gegner. Ja, halt die mit dem auf, das ist super. Der Krieger läuft bald durch und probieren. Ja, den können wir ja jetzt machen. Wir machen das, ich komme hier klar. Au! Au! Hab ihn down. Bin so klein. Der Farbe. Das lief doch jetzt eigentlich sehr gut. Also jetzt ist MVP. So, wieder unten. Was? Was hast du gesagt? MVP. Die Abkürzung kenne ich auch noch nicht. Most Valuable Player. Ah, okay. Also der beste Spieler hier. Der Spieler, der am meisten Geld auf dem Sklavenmarkt einbringt. Genau. Es okay. Kommt von unten wieder Kampfläufe und alles. Wir hatten damit letztes Mal schon Probleme. Ja, diesmal können wir uns aber hier oben ein bisschen mehr auf unsere Türme verlassen. Ein bisschen, ja. Nee, würde ich sogar sagen, wir fangen von hinten an. Also praktisch hier oben erstmal die drei Engine drauf. Oh ja, meinetwegen. Dann müssen wir die Kampfläufe halt komplett mit Danke. Achso, aber das war ein Stück weiter nach oben, ansonsten geht's nicht auf. Ja, was ja. Das? Ja, was weiß ich. Habt ihr noch zwei? Mach Scheiß du halt, drauf. Markus. Nee, bau so weiter. Ist vielleicht sogar besser. Dann geht das hier besser auf. Mir fehlt, also mir sind für meine Geschmäcker noch viel zu wenig Raketentürme auf der Map. Ja, dann bau halt da unten wieder einen hin, der war eigentlich ganz gut. Da hätte sogar nach oben schießen können. Eben. Oder eben in die Mitte hier von dem kleinen Tal. Mhm. Aber erstmal hier, oder? Weil gerade läuft erstmal hier Leute lang. Dann gleich noch 5 Punkte, dann ist er auch Level 2. Jo. Ja. Achso, hier Gatling und Amp wollen wir nochmal tauschen. Ja. Okay. Gatling hast du, ne? Gatling hab ich auch, ja. Also die kommt dann. Ach, nach da hinten. Nee, das letzte Mal hatten wir auch noch den Kanonenturm und die Gatling umgedreht, aber das ist ja. Ja, ist ja egal, in dem Fall. Ich bin kurz Toilette, bis ihr das macht. Ja. Der hat noch 85 Punkte, dann ist der auch Level 2. Da hinten der. Ja. Das sind schon wieder so viele Punkte. Ja. Mach dir mal Level 3 da hinten. So. Dann bleibe ich kurzzeitig hier oben, um sicherzugehen, dass die ganzen kleinen Explosionsviecher wegbleiben. Und dann komme ich runter helfen.
baue ich hier noch ein ACP hin. Wo ist hier? Ach, da oben, ja. Da laufen wir eh nie lang, das passt. Ja. Ich find's schön, wie die Range-Anzeige mit dem Turm runterfällt. Beim Upgrade. Doch interessant, oder? Ja, irgendwie müssen die erneuten Hologramme ja auch irgendwie da ankommen. Naja. Okay. Wir hier noch irgendwas bauen an der Fläche. Wieder da. EB. Hat er toll gemacht. Thank you. Ja. Okay. Krass. Ganz ehrlich. Wie aus einem. Alter! Ja, was denn? Seit neuestem bringt aber Hagen den Spruch mit dem mit der Rechnung ständig, ne? 99.9% Accuracy, bla bla bla. Irgendwas noch dazu. Ich höre das nur nicht. Ich weiß. Das ist eigentlich interessant, weil. Eigentlich hat denn jeder für den Dummen gehalten, oder? So ein bisschen. Er ist der Ingenieur. Er kann nicht dumm sein. Er ist einfach nur. Pfosten. Ja, das schon. Dusch. Gel. Mhm. Um dich zu rezitieren. hatte ich nämlich im Wiki auch gelesen. Ich habe mir mal die Wiki-Seiten von den Personen durchgelesen. Mhm. Dass er eigentlich unglaublich intelligent ist und alles, also dass alles, was er sagt, unglaublich intelligent ist. Wunder ist halt nur, wenn er was sagt. Weil er eigentlich sehr still ist auch. Kenn ich irgendwo her. Ja, nur das erste. Danke. Sag ja nicht, dass ich dich meinte. Ganz darf. Haben wir soweit? Eigentlich nein. Ich bin nie soweit. Also ich bleib erstmal vorerst bei meinen Spuckern hier, bei den Mini-Viechern hier, ne? Die werden aber schnell down sein, also kann ich euch gleich mithelfen. Bin soweit. Okay, dann gehe ich auch runter mit. Ja. Das wäre nicht schlecht, ja. Da brauche ich Hilfe. Ich bin dann auch gleich unten. Na dann? Ach komm. Jo, können los. Kurz auf die Plasma-Waffe wechseln. Schritt an den Rand. Oh, ich muss auch nicht rein. Das ist praktisch. Bis jetzt. Ah, okay. Dann bleib ich jetzt hier unten. Okay, ein bisschen blitz. Ja, ich bin immer am unteren Kern. Ich glaub, da kommt keiner durch. Doch einer. Geil! Die Betäubung hat eingesetzt. Also, mit der momentanen Meta bin ich zufrieden, das muss ich wirklich zugeben, ja. Jo. Ja, ich glaube, bis letztes Mal war ich hier schon Turm auf irgendwie 2/3 runter. Ja. Nämlich der eine da. Nicht Turm, Kern. Soll ich hier bei unserem. Alles ist prall gef. Ach ja, mach ich ja. Packe ich hier schon mal den Kanonenturm hin, ne? Mhm. Wobei ich jetzt gerade überlegt hatte. Ja, genau, toll gemacht. Ob man da nicht doch besser. So ein Laser nochmal hinsetzt. Ich finde den Kanonenturm einfach praktischer. Ja, den Laser haben wir schon. Der Laser macht aber, glaube ich, keinen. Wir haben ja sonst noch nichts wirklich mit Explosionsschaden hier. Ja, so haben wir hier alles abgedeckt. Man macht nur 60k Schaden halt. War das genau? Der Laser hat bisher 160, 106 gemacht.
hat schon ungefähr 50 pro Welle. Wenn du unbedingt willst, kannst du es austauschen. Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Werde ich hier an nichts hindern. Okay, wir sollten unser dann unten dann weiter ausbauen. Aber wollen wir den Kanonenturm wenigstens noch upgraden? Naja, mach doch mal. Ja, dann brauche ich noch 5 Punkte wieder von einem von euch, ne? Einfach mal da reinpacken, dann ist der voll. Okay. Ja. Frage. Ja, braucht noch irgendwer einen... Ja, sorry. Braucht noch irgendwer einen Punkt? Also noch einen Kasten da? Ja, hier unten wäre nicht schlecht. Mach mal. Also, du wolltest auch mal gesagt haben. Ist vergessen. Super. Was machst du da? Ich baue einen möglichst langen Weg. Übrigens, also langsam können wir auch Minen verwenden. Ich fand das alte Konzept cool. Jetzt du auch, ne? Wie, was Minen? Ja, klar. Ja. Mach mal irgendwo, ich, was Sinn macht. Ja, mal kurz gucken. Da ich glaube ich immer noch der Meinung bin, dass ich diesen einen, ich hier diese eine Stelle hier am ehesten schützen will hier. Okay. Ich überlege mir gerade, nee, am besten irgendwo mittig, ne? Mhm, mit dem alten Ding, das kenne ich nicht mehr, musst du selber machen. Das kennst du nicht mehr? Ich erinnere mich nicht mehr genau dran, wie das war, nein. Ah, ja, nach der Welle das dann. Du kannst doch jetzt schon machen, ist kein Problem. Hier ist perfekt, dann kommt man dann schnell zu beiden Kernen. Noch upgraden? Ja. Wenn du mal kurz aus dem Weg gehst. Wieso aus dem Weg? Weil ich von hier aus den upgrade. Achso. So. So war das. So, Markus, noch 100 Punkte vielleicht? Hier oben in den Minenturm. Okay, ja. Ja, ich muss dafür springen. Ah, okay. Okay. Sollen wir hier vielleicht noch irgendwas hinbauen? Ich guck grad, ob was für euch sollten.